Hallo! Heute ist der 2. März, das bedeutet, der Februar ist offiziell vorbei. Ich fange jetzt natürlich keine Rede darüber an, wie krass es ist, dass wir März haben und wie schnell die Zeit vergeht, weil ich mir dann vorkomme wie eine Oma, sondern ich zeige euch einfach mal meine Monatsfavoriten. Die liegen hier neben mir auf dem Bett und sie sind sehr bunt durchmischt und ich bin gespannt, was ihr zu ihnen sagt und ich würde sagen, wir fangen mal an. Das erste Produkt ist ein Nagellack und zwar der Nagellack, den ich auch in meinem aktuellen Plan With Me Video getragen habe. Scheinbar wird bei jedem Plan With Me Videos auf den Nagellack geguckt, den ich trage und dieses Mal war es dieser hier. Das ist so ein sehr natürlich, wie ich finde, natürlicher Roséton, der sehr, sehr alltagstauglich ist und der überhaupt nicht zu meinem Lippenstift passt, aber das ist egal. Es handelt sich um Essie, die Nummer 23, Eternal Optimist. Ich mag diesen Ton sehr, sehr gern. Ich bin im Winter ja eher auf so kräftige Töne wie ja die meisten, so ein kräftiges Rot oder ein Schwarz oder einfach sowas, was so ein bisschen mehr Bam macht. Und sobald der Frühling sich so ein bisschen ankündigt, nicht wie heute, habe ich spontan Lust auf buntere Farben, wie man an meinem farbenfrohen Outfit sehen kann. Ich finde diesen hier also im Frühling sehr, sehr schön, weil es einfach so ein Nagellack ist, über den man sich keine Gedanken machen muss. Den trägt man auf, der sieht irgendwie schön und gepflegt aus und ganz viele Leute fragen mich immer nach der Farbe und woher der ist und so weiter. Deswegen ist das definitiv eine Empfehlung und ein großer Favorit im Februar gewesen. Einen zweiten Nagellack, den ich durchgehend getragen habe, und zwar nicht auf den Fingern, das wäre sonst komisch, wenn ich sie übereinander tragen würde, sondern auf den Fußnägeln. Und zwar ist das dieser hier auch wieder ein Essie-Lack. Ich scheine irgendwie bei Essie gelandet zu sein. Ich mag die sehr, sehr gern, auch wenn die Qualität sehr inkonsistent ist. Das hier ist, ich glaube, die Nummer 13. Ich habe so ein bisschen abgefrummelt und die Farbe heißt Mademoiselle. Das ist wirklich so ein Ballettschuhton, der noch ein kleines bisschen heller ist. Ich mag sehr viele Essie-Nagellacke sehr, sehr gern, weil die Farbe einfach schön ist oder besonders ist oder weil die Konsistenz sehr schön ist. Diese Konsistenz hier ist ein bisschen seltsam, weil er deutlich flüssiger ist als die meisten anderen Essie-Lacke, die ich ausprobiert habe, die ich besitze und so weiter. Aber ich mag die Farbe sehr gern auf den Fußnägeln, weil sie einfach sehr hell ist, sehr zart rosa ist und dadurch den Fuß irgendwie ein bisschen netter aussehen lässt. Ich bin persönlich nicht so der große Freund von Füßen, um ehrlich zu sein, aber ja, solange sie gepflegt aussehen, ist alles gut. Deswegen mag ich den sehr gerne, weil der nämlich genau diesen Look macht, diesen gepflegten Füße-Look, wenn es den überhaupt gibt. Ich höre jetzt auf, über Füße zu reden. Der ist schön auf den Fußnägeln. Dann habe ich einen neuen Pinsel und zwar dieser hier von Real Techniques, der Deluxe Concealer Brush, das wusste ich. Den habe ich geschenkt bekommen in so einem Set und habe erst gedacht, gucken wir mal, wie ich damit umgehe, weil der doch sehr klein ist und ich habe ja eigentlich einen Concealer Pinsel, den ich sehr gerne mag, aber der hier ist wirklich Bombe. Der ist ziemlich weich. Ich finde, der hat relativ lange Borsten für so einen Concealer-Pinsel und die fühlen sich für mich auch eher so ein bisschen nachgiebiger an, als bei anderen Concealer-Pinseln, die ich benutze. Und im ersten Moment dachte ich, das gefällt mir nicht, weil ich habe nicht so richtig Kontrolle. Aber das Gute ist, durch diese fehlende Kontrolle blendet man irgendwie automatisch ein bisschen besser und man geht einfach sanfter mit der Haut unter den Augen um, was ich vielleicht tun sollte. Denn seit ich das mache, fühlt sich das alles irgendwie ein bisschen netter an. Ich finde den sehr, sehr schön. Er ist relativ klein, was ich nicht so gut fand am Anfang, aber irgendwie macht er einfach, dass dieses Concealer-Verblenden sich unfassbar gut anfühlt und wahnsinnig schnell geht und am Ende auch sehr natürlich aussieht. Deswegen mochte ich diesen Pinsel sehr, sehr gern. Dann habe ich im Februar einen Lippenstift wiederentdeckt für mich. Diesen hier. Das ist ein Lippenstift, den ich eigentlich immer in jeder Tasche mit mir rumschleppe, weil es ein wunderschöner Alltagston ist. Das ist von Alverde, die Nummer 52 Primrose. Und das ist wirklich einfach eine klassische My Lips But Better Farbe. Ich finde die sehr, sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Ich finde, das ist mal wieder so eine unkomplizierte Sache. Die Farbe ist einfach sehr, sehr nah an meiner eigenen Lippenfarbe. Und gerade wenn ich unterwegs bin, trage ich den einfach schnell mal auf für so ein bisschen mehr Frische im Gesicht. Der riecht nach gar nichts, ist super cremig und sehr, sehr unkompliziert und ich mag ihn wahnsinnig gern. Ich habe ihn ehrlich gesagt so ein bisschen in meinem Notfalltäschchen in meinem Rucksack vergessen. Die Leute, die nicht wissen, was mein Notfalltäschchen ist, ich habe so ein kleines System in meinem Rucksack immer, wenn ich verreise. Irgendwann war ich auf dem Weg zu einem Termin und gucke in den Spiegel und denke, oh Gott, ich sehe aus wie eine Kartoffel. Warum sehe ich aus wie eine Kartoffel? Ach du Scheiße. Oh Gott, ich fühle mich ganz furchtbar. Und ich brauchte einfach irgendwas, was mir so ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht gibt. Und da war der perfekt. Er war sehr schön. Ich glaube, er ist heil geblieben. Ich gucke lieber erst, wenn das Video fertig ist. Auf jeden Fall ist es wirklich ein sehr schöner Lippenstift, den ich mir jetzt wahrscheinlich nachkaufen muss. Leute, seit es diesen Trend auf YouTube gibt mit Highlightern, einfach Highlighter benutzen, um die Haut so ein bisschen strahlender aussehen zu lassen, was ja gerade für jemanden mit sehr trockener Haut, wie ich sie habe, sehr interessant ist, wenn die Haut einfach nicht so fahl aussieht, sondern so ein bisschen mehr Leben hat. Seit es diesen Trend gibt, beschäftige ich damit und versuche immer mal wieder auch bei Freunden Highlighters auszuprobieren und trage sie auf und jedes Mal denke ich, das sieht irgendwie fleckig aus oder zu viel für meinen Geschmack. Ich bin ja jemand, der, was das Make-up angeht, eher natürliche Sachen schön findet. Sprach sie, während sie künstliche Wimpern trug und einen knallend roten Lippenstift.
Verdammt. Nein, aber insgesamt mag ich einfach, wenn der Look zwar schon aussieht wie, ich habe mich zurecht gemacht und ich sehe irgendwie nett aus, aber nicht so, dass ich von 10 Meter Entfernung sehen kann, oh, guck mal, die hat Highlighter drauf. Ich habe immer nur Highlighter gefunden und ausprobieren können, die mir zu krass waren, die einfach so einen Spiegelglanz hatten, die einfach zu viel für mich waren und die sich auch nicht so richtig mit meiner Foundation vertragen haben. Ich trage ja die Estee Lauder Double Wear Foundation seit, ich glaube, inzwischen fast 3 Jahren, die ich sehr, sehr liebe und sehr schätze und die werde ich definitiv nicht austauschen für das Gefühl von, hey, vielleicht soll ich mal Highlighter benutzen. Aber ich wollte irgendwas, was damit kombinierbar ist und dann bin ich auf das hier gestoßen. Das hier ist High Beam von Benefit und zwar ist es ein Creme-Highlighter. Und ich glaube, den kennt man, wenn man so ein bisschen Beauty-Videos auf YouTube guckt. Ich habe ihn immer mal wieder gesehen und dann dachte ich, okay, du probierst ihn jetzt aus und habe angefangen, mir den so ganz vorsichtig auf meine Wangenknochen raufzurubbeln über die Foundation und es war die Katastrophe. Es sah nicht gut aus, es sah nicht natürlich aus und ich dachte so, nein, warum können alle anderen Highlighter benutzen? Wieso bist du zu blöd? Und habe das Ding in meine Schublade reingeworfen und habe es vergessen für 3-4 Monate. Und jetzt gerade so Anfang Februar, als ich mich schon nicht mehr so gut gefühlt habe, so kurz bevor ich krank geworden bin, dachte ich, ich möchte irgendwas tun und habe angefangen, diesen Highlighter unter meiner Foundation aufzutragen und seitdem, Freunde, sitzt der Glow. Es sieht einfach super natürlich aus. Freunde in meinem Umfeld, die sich auch mit Make-up auskennen, haben mich darauf angesprochen und meinen, du siehst so gesund aus, was hast du gemacht? Es ist so krass, wie sehr so eine kleine Sache so einen riesen Unterschied macht. Ihr habt es unter den Videos kommentiert, ihr habt mir teilweise schon E-Mails geschrieben, ob ich schwanger bin, weil ich so einen Glow an mir habe. Nein, ich bin nicht schwanger, ich habe einfach High Beam benutzt. Bekannte haben mich darauf angesprochen, der Postmann hat mich darauf angesprochen, warum ich so gesund aussehe. Und Freunde haben mich darauf angesprochen. Es scheint also wirklich einen riesengroßen Unterschied zu machen. Wenn ihr Lust habt, meine aktuelle Foundation-Routine zu sehen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann drehe ich das gerne für euch ab und zeige euch mal, wie ich dieses Schätzchen hier benutze. Ein bisschen gehört in die Kategorie Highlighter auch dieses Finishing Spray. Und zwar ist das von NYX, das Dewy Finish. Und das habe ich mir gekauft, als ich mit Lena am DM unterwegs war und dachte, irgendwie brauchst du mal wieder so ein Finishing Spray. Denn manchmal, wenn ich sehr eilig habe, mache ich zu viel Puder auf mein Gesicht oder habe irgendwie zu Foundation auf dem Pinsel gehabt oder irgendwas ist manchmal, als ich in den Spiegel gucke und denke, wow, du siehst irgendwie völlig überschminkt aus. Und dafür habe ich gern so ein Finishing Spray, das sprühe ich mir ins Gesicht und gehe dann mit dem Schwamm einmal rüber, um so ein bisschen was wieder abzunehmen. Und habe am Ende dann einfach ein sehr viel natürlicheres Finish. Und dafür mag ich Finishing Sprays sehr, sehr gern. Natürlich auch für die Haltbarkeit, aber inwieweit sie das machen, kann ich nicht sagen. Ich rede es mir immer ein, aber ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nie so auf Herz und Nieren getestet. Vielleicht soll ich das mal tun. Auf jeden Fall habe ich mir das hier gekauft. Es gibt auch eine Matt-Version, wenn ihr jemand seid, der eher ölige Haut hat, ist das wahrscheinlich eher interessant für euch. Aber ich habe sehr trockene Haut, von daher bin ich nie dagegen, so ein bisschen mehr Glanz auf dem Gesicht zu haben. Ich finde es ehrlich gesagt sehr faszinierend. Ich habe lange MAC Fix Plus benutzt und mochte eigentlich das Produkt sehr gern. Nur den Sprüher konnte ich nicht leiden, weil der sehr unregelmäßig gesprüht hat. Da kam zum Teil feiner Nebel draus und teilweise hatte man so große Tropfen im Gesicht irgendwie. Und obwohl das hier ein Drogerieprodukt ist, ist der Nebel, den das Ganze macht, sehr viel feiner als bei MAC Fix Plus und man kann das viel, viel besser dosieren auf dem Gesicht. Kommen wir zu Hautpflege. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich jetzt irgendwie in letzter Zeit sehr viel mit Kneipp zusammenarbeite. Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, weil es einfach Spaß macht und wir uns gut verstehen. Ich mag die Marke. Die Marke kann mit mir irgendwie was anfangen, was sehr schön ist. Und für euch springt immer so ein bisschen was zum Gewinnen raus, was ich auch sehr schön finde. Und weil wir noch ein bisschen zusammenarbeiten wollen, hat mir Kneipp so ein paar Sachen zugeschickt, damit ich mich mal durchtesten kann und gucken kann, gibt es eigentlich noch was anderes außer den Produkten, die ich euch schon 100-mal gezeigt habe, die ich gerne mag. Und da bin ich auf was gestoßen, was ich vorher noch gar nicht so bemerkt habe bei Kneipp, und zwar diese Tagescreme. Das ist die Regeneration durch Naturkraft 24 Stunden Tagescreme von Kneipp. Die sah für mich im ersten Moment aus wie eine ganz normale, stinknormale Tagescreme. Aber wenn man mit der Hand da reingeht, ist die fast so ein bisschen wie luftig aufgeschlagen. Ich kann das kaum beschreiben. Das ist nicht so eine klassische Creme. Es fühlt sich super leicht und weich an. Sehr zart, also kein starker Duft, aber so ein bisschen blumig. Und was für mich natürlich auch sehr wichtig ist, ist, dass die Tagescreme mit der Foundation funktioniert. Mir nützt die pflegendste, beste Tagescreme nichts, wenn meine Foundation darauf rumrutscht. Da habe ich gar nichts von. Ich habe da auch tatsächlich schon wirklich schöne Tagescremes benutzt, die ich einfach nicht weiter gebrauchen konnte und ich verschenkt habe, weil ich sie nicht benutzen konnte letztendlich. Ich schminke mich ja so gut wie jeden Tag, weil ich es schön finde und deswegen brauche ich was, was da irgendwie funktioniert. Und diese hier funktioniert sehr, sehr gut und ich bin echt überrascht. Ich benutze sie jetzt seit 2 Monaten und die ist vielleicht zu einem Drittel leer. Dann habe ich einen Zeitmanagement-Favoriten für euch, den ich eigentlich schon ewig benutze, eigentlich auch im Studium schon benutzt habe und der mir jetzt auch im letzten Monat einfach plötzlich so als Favorit aufgefallen ist und ich dachte, ja, du benutzt es eigentlich ständig und ich habe es euch noch nie erzählt, aber vielleicht ist das was euch interessieren könnte. Und zwar ist das diese sehr unscheinbare Mappe. Die kann man aufklipsen, die hat hier so einen Druckknopf, den hatte ich jetzt gerade schon offen und hat dann im Grunde, wie zeige ich Ihnen das jetzt am besten?
Man hat hier sehr praktisch einen Block drin. Ich benutze nicht so gerne liliges Papier, aber der ist hier schon drin in der Mappe. Das heißt, ich habe den eigentlich immer drin für den Fall, dass ich mir noch irgendwas notieren muss. Und auf der Seite hat man so ein bisschen Taschen, wo man Unsinn unterbringen kann. Teilweise habe ich da Klebezettel drin, teilweise habe ich da kleine Erinnerungsnotizen drin, teilweise habe ich da Sachen drin, die ich jemandem noch geben muss. Hier ist auch Platz für Stifte. Und hier oben sind so ein paar unterschiedliche Fächer drin. Ich benutze diese Mappe super, super häufig, wenn ich größere Sachen machen muss. Also als Beispiel jetzt diese Woman-Production-Nummer, die ich Anfang letzten Jahres mit Lena gemacht habe. Da hatte ich auch alle meine Informationen hier drin, weil es einfach sehr viel zu beachten gab mit den drei Mädels und dem Kamerateam und was zum Henker wir wo machen müssen, zu welcher Location wir müssen und so weiter. Und auch beruflich ist es super praktisch, sowas zu haben für größere Projekte, weil ich einfach weiß, ich habe alle Informationen, alle Unterlagen, alles, was ich brauche, um das Projekt umzusetzen, hier auf einen Griff. Und das ist super, super praktisch. Ich liebe diese Tasche wahnsinnig. Ich glaube, ich habe die mal in einem Billigladen für, ich glaube, 5 Euro gekauft oder so. Dafür muss man wirklich nicht viel Geld ausgeben und die ist grandios. Ich kann die nur empfehlen für alles, was so größere Sachen betrifft, weil man dann den Überblick besser behält. Und ich bin großer Fan davon gewesen. Und jetzt gerade im Februar, die letzten 2 Wochen vor allem, habe ich das wieder wahnsinnig intensiv benutzt. Wir sind ja gerade dabei, unser Wohnzimmer so ein bisschen umzugestalten und auch ein bisschen umzuplanen, was wir da alles anders machen wollen. Und im Zuge dessen habe ich mir von meiner Omi, weil sie mich gefragt hat, zum Geburtstag LED-Kerzen gewünscht. Und zwar sehen die so aus. Ich habe mir LED-Kerzen gewünscht, weil wir natürlich 2 Miezekatzen haben. Und da kann man zum Beispiel Kerzen auf dem Boden nicht so wahnsinnig gut stellen, weil Finny sich dann immer die Schnurrhaare abfackelt, was nicht so praktisch ist, was unangenehm riecht und was dafür sorgt, dass er gerne mal irgendwo gegen rennt. Und es ist nicht so schön. Deswegen habe ich Kerzen eigentlich immer nur da in der Wohnung stehen, wo die Katzen nicht rankommen können. Ich mag aber so gern dieses Kerzenlicht und ich würde gerne im Wohnzimmer so eine Ecke einrichten, wo einfach so ein bisschen gemütliches Licht sein kann. Die hat meine Omi mir gekauft. Die sind, glaube ich, von QVC. Ich vermute es einfach mal. Wenn ich es rauskriege, dann packe ich euch das in die Infobox. Ich habe 2 bekommen, die waren in so einem Set und oh, hier unten steht QVC. Die sind von QVC. Und das Schöne ist, wenn man die anmacht, dann brennen die für 5 Stunden, gehen automatisch aus und gehen am nächsten Tag um die gleiche Uhrzeit wieder an. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn unsere Kerzen gehen normalerweise um 18 Uhr an abends und machen sofort so ein gemütliches Licht momentan im Schlafzimmer, weil sie hier noch stehen, solange sie da ihren Platz noch nicht haben im Wohnzimmer. Und ich komme immer ins Schlafzimmer und denke, ah, ach, schön. Und es macht mich sehr glücklich. Es erinnert mich an meine Omi und ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr schönes Geschenk und ja, deswegen war das auf jeden Fall auch ein Riesenfavorit im Februar. Danke, Omi. Was Musik angeht, muss ich gestehen, dass ich eigentlich wirklich fast den kompletten Februar durch nur einen einzigen Song gehört habe und der wird euch allen zum Hals raushängen, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich habe gehört wie eine wahnsinnige Ed Sheeran, Shape of You. Wahrscheinlich werden 80% von euch jetzt sagen, oh ja, schon lange überhört. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Song und ich höre ihn immer noch rauf und runter, weil er mir einfach instant gute Laune macht. Girl, you know I want your love. Your love is handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Put on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ja, das war dem kleinen Finny zu laut. Der ist jetzt wach. Na toll. Jetzt ist er wach und jetzt wird er mich nerven, bis es endlich Futter gibt, ha? Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten im Februar waren. Ansonsten könnt ihr euch hier mein letztes Favoritenvideo angucken. Hier könnt ihr mich abonnieren, ihr könnt dem Video einen Daumen geben, wenn ihr Lust dazu habt. Und ansonsten passt gut auf euch auf und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.